Unser heutiges Thema, das hat garantiert schon jeden von uns auf die eine oder andere Weise einmal beschäftigt. Einige von uns ärgern sich über hartnäckige Fettpolster, die anderen hätten gerne etwas mehr auf den Rippen. In beiden Fällen sucht man sehr oft die Schuld ganz schnell beim Stoffwechsel. Je nachdem, ob man einen schnellen oder einen langsamen Stoffwechsel hat, schlagen die einzelnen Mahlzeiten ja unterschiedlich auf der Waage dann zu Buche. Wir Menschen verbrauchen unterschiedlich viel Energie zum Erhalt unserer Körperfunktion. Unterschiedlich viel, das ist individuell unterschiedlich. Das ist wahrscheinlich genetisch bedingt. Es gibt Menschen, die in Ruhe mehr Energie verbrauchen, also einen höheren Grundumsatz haben als andere. Und dass der Stoffwechsel aber wesentlich mehr beeinflusst als nur die Zahlen auf der Waage, das wird sehr häufig vergessen. Ich habe ja bereits vor einigen Monaten über den Fettstoffwechsel gesprochen und völlig unerwartet wurde es eines der erfolgreichsten Videos auf diesem Kanal. Ich verlinke das Video hier nochmal, gerne schauen Sie einmal rein. Der Erfolg des Videos zeigt aber auch, dass dieses Thema hochaktuell ist. Für mich natürlich jetzt der Anlass, nochmal einen Blick darauf zu werfen. Denn es gibt Möglichkeiten, einen trägen Stoffwechsel anzuregen und insbesondere Menschen, die oftmals über einen langsamen Stoffwechsel klagen, sollten jetzt ganz genau einmal hinschauen. Hallo, mein Name ist Dr. Tobias Weige und mit meinem YouTube-Kanal möchte ich medizinisch, verständlich und korrekt aufklären über Gesundheitsthemen, Krankheiten und wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, dann gerne abonnieren Sie jetzt meinen Kanal. Guter Stoffwechsel, schlechter Stoffwechsel, den Stoffwechsel ankurbeln, anregen, antreiben. Das Wort Stoffwechsel ist häufig in Gebrauch und wird dabei oft falsch verwendet. Daher jetzt zuerst. Was ist der Stoffwechsel? Richtig ist, Stoffwechsel, auch Metabolismus genannt, ist die Grundlage aller unserer lebenswichtigen Vorgänge im Körper. Unter Stoffwechsel versteht man grob gesagt alle biochemischen Vorgänge, die innerhalb der Zellen ablaufen. Es gibt verschiedene Arten von Stoffwechsel. Das ist auch gut zu wissen. Zum Beispiel benannt nach den Substanzen, die dabei verarbeitet werden. Kohlenhydratstoffwechsel, Eiweißstoffwechsel oder auch Proteinstoffwechsel sagt manchmal dazu, Fettstoffwechsel und auch den Mineralstoffwechsel. Anders gesagt, die Bestandteile der zugeführten Nährstoffe werden in den Zellen verstoffwechselt, also abgebaut, umgebaut und auch zu neuen Produkten aufgebaut. Unser Körper sorgt somit ständig für sich selbst, indem er zugeführte Mikro- und Makronährstoffe wie jetzt Vitamine, Mineralien und Spurenelemente nutzt oder auf Reserven zurückgreift. All das ist nötig, damit die Vielzahl lebensnotwendiger Vorgänge und Funktionen unseres Körpers ordnungsgemäß natürlich ablaufen. Und wichtig für den Stoffwechsel sind außerdem Hormone und auch Enzyme. Der Stoffwechselprozess wird wesentlich durch das Hormonsystem und auch durch das Nervensystem gesteuert. Aber auch, das ist ganz interessant, Umweltfaktoren beeinflussen den Stoffwechsel, etwa die Temperatur. Das wichtigste Stoffwechselorgan ist die Leber. Und jetzt nenne ich einmal 5 Tipps, wie Sie gezielt Ihren Stoffwechsel steigern können. Wie gesagt, haben Sie dabei aber im Hinterkopf, dass man differenzieren sollte, welchen Stoffwechsel, also ob es ein Fettstoffwechsel oder zum Beispiel der Mineralstoffwechsel ist, den man gerade eher stärken bzw. erniedrigen möchte, also beeinflussen will. Bevor ich die Tipps jetzt nenne, aber noch ganz schnell 2 Begriffe, die man im Zusammenhang mit Stoffwechsel sehr oft hört und die eine jeweilige Phase des Stoffwechsels widerspiegeln. Anaboler und Kataboler Stoffwechsel. Als Anabolismus bezeichnet man bei Lebewesen den Aufbau von Stoffen. Ein Beispiel vom Kohlenhydratstoffwechsel. Ein Teil der Einfachzucker, die vom Blut in die Zellen gelangen, wird in der Leber und den Muskelzellen wieder zu Stärkemolekülen aufgebaut und dann auch gespeichert. Im engeren Sinn wird Anabolismus oft mit Eiweißaufbau, speziell ja, in Muskeln, in Verbindung gebracht. Das ist aber nicht so richtig, beziehungsweise das ist viel zu wenig. Anabolismus betrifft auch die anderen Stoffwechsel. Also Anabolismus heißt oder bedeutet Aufbau. Im Gegenzug dazu, mit Katabolismus wird der Abbau von Stoffwechselprodukten von komplexen zu einfachen Substanzen genannt, um daraus Energie bereitzustellen. Also anders gesagt, die in den verschiedenen Depots, unseren Fettpölsterchen, gespeicherten Nährstoffe werden wieder in ihre Einzelbestandteile abgebaut und verbraucht, wenn der Körper Energie benötigt. Deswegen, wenn wir Hunger haben, dann sind wir im katabolen Stoffwechsel.
Wenn man also pauschal sagt, Steigerung des Stoffwechsels, dann ist unklar, welchen Stoffwechsel man meint, also zum Beispiel Fett oder Vitamine, und b, ob man etwas aufbauen oder abbauen will. Fett abbauen zum Beispiel kann ja sinnvoll sein, aber Vitamine und Mineralstoffe abbauen nicht unbedingt. Meist meint man mit Steigerung des Stoffwechsels eine Gewichtsabnahme. Und für genau eine solche Steigerung des Stoffwechsels gebe ich Ihnen jetzt 5 Tipps. Tipp Nummer 1, richtig essen. Der erste Tipp für einen gesteigerten Stoffwechsel und letztlich auch mit dem Ziel der Gewichtsabnahme, der liegt natürlich auf der Hand, wird aber sehr oft vernachlässigt. Den größten Einfluss auf die Versorgung unseres Körpers und auch unseren Stoffwechsel hat natürlich unsere Nahrung. Ich bemühe dafür oft den Vergleich, dass man einen Sportwagen ja auch nicht mit jedem x-beliebigen Kraftstoff tanken kann oder sollte. Und genauso gibt es auch für unseren Körper bestimmte Nahrungsmittel, die hocheffizient sind und unseren Stoffwechsel so richtig in Schwung bringen. Und hier sehen Sie eine Liste mit Nahrungsmitteln, die ich einmal zusammengesucht habe, die im Körper richtig Energie verbrennen. Ich halte es an dieser Stelle kurz und gebe Ihnen der Einfachheit halber eine Faustregel mit. Je proteinreicher die Nahrung, desto besser ist sie für den Stoffwechsel. Deswegen kann ich auch nur raten, einmal dieses Video sich anzuschauen. Da gehe ich nämlich detailliert einmal darauf ein. Dort stelle ich die proteinreichsten und auch nützlichsten Lebensmittel vor. Es gibt nämlich den sogenannten Thermic Effect of Food. Und der sagt aus, dass der Körper, unser Körper, schon Energie aufbringen muss, um Nahrung überhaupt zu verarbeiten. Dieser ist bei proteinreicher Ernährung besonders groß. Also werden die ersten Kalorien schon verbrannt, während sie eigentlich noch beim Essen sind. Und dieser Effekt kann sogar nochmal angekurbelt werden. Also richtig oder besser gesagt schlau essen beeinflusst alle unsere Stoffwechsel von Fettstoffwechsel über Eiweißstoffwechsel bis zum Mineralstoffwechsel. Und wie wir noch schlauer essen können, das sehen wir uns jetzt beim zweiten Tipp an. Tipp 2, scharf essen. Auch dieser Tipp ist eigentlich kein Geheimnis, wird aber oftmals total unterschätzt. Scharfes Essen, insbesondere Chili, kann den Thermikeffekt um bis zu 50% steigern. Einmal am Beispiel von 200 Gramm Hähnchenbrust durchgerechnet. Ohne Chili werden bis zu 35% der Kalorien direkt wieder verbrannt. Unterm Strich bleiben also von ursprünglich 220 Kalorien noch knapp 150 übrig. Mit etwas Chili im Gericht bleiben am Ende sogar nur noch ca. 100 Kalorien übrig, die der Körper wegspeichert. Was erstmal wenig klingt, sammelt sich mit der Zeit natürlich an und ist einer der besten Beweise für eine auch der ältesten Ernährungsweisheiten: Du bist, was du isst. Tipp 3, genug trinken. Mein Tipp Nummer 3 für Ihren Stoffwechsel wirkt direkt mehrfach und ist dabei auch so einfach. Wenn Sie über den Tag verteilt genug trinken, kurbeln Sie Ihren Stoffwechsel immer wieder für kurze Zeit an. Wasser trinken natürlich. Bis zu eine Stunde nach einem Glas Wasser arbeitet der Stoffwechsel fast 25% stärker. Wasser enthält keine Kalorien, muss im Körper aber auf Körpertemperatur gebracht und verarbeitet werden. Und genau das verbraucht Energie. Mechanismus Nummer 2 ist dabei sogar noch einfacher. Wasser füllt den Magen. Ein großes Glas Wasser vor einer Mahlzeit führt dazu, dass Sie sich schneller gesättigt fühlen und insgesamt weniger Kalorien zu sich nehmen. Dass das super effektiv ist, zeigt eine Studie, in der dieses eine Glas Wasser vor jeder Mahlzeit den Gewichtsverlust der Teilnehmer um fast 50% erhöhte. Dabei muss es nicht unbedingt Wasser sein. Ungesüßter grüner Tee oder auch Kaffee haben ebenfalls positive Effekte und erhöhen die Fettverbrennung. Tipp 4, ausreichend schlafen. Dieser Tipp wirkt auf den ersten Blick kontraproduktiv, denn die wenigsten gehen davon aus, ja, dass durch Nichtstun Kalorien verbrannt werden. Doch ausreichend Schlaf schafft genau das. Dabei passiert während des Schlafens erstmal nichts. Doch am darauffolgenden Tag versetzt ein guter Nachtschlaf den Stoffwechsel in den Turbomodus. Ein schlechter Schlaf erhöht den Blutzuckerspiegel und kann Diabetes begünstigen. Gleichzeitig wird nach einer kurzen Nacht besonders viel des Hungerhormons Ghrelin ausgeschieden. Und das führt zu den typischen, bekannt vielleicht, Heißhungerattacken und erhöht insgesamt die Kalorienmenge, die Sie zu sich nehmen. Tipp 5, Sport treiben. Viele von Ihnen hätten diesen Punkt wahrscheinlich direkt am Anfang des Videos erwartet. Ich erwähne den Sport allerdings bewusst jetzt als letzten Tipp, denn die Ernährung und auch das Schlafverhalten haben einen genauso großen Einfluss, werden aber viel häufiger vernachlässigt.
Trotzdem bleibt natürlich festzuhalten, dass Sport einen riesigen Einfluss auf den Stoffwechsel und unser Gewicht hat. Sport erhöht den Grundumsatz, denn jede Bewegung und jeder angespannte Muskel verbraucht Energie. Ganz kurz einmal zum Grundumsatz. Der Grundumsatz schwankt von Mensch zu Mensch sehr stark, ist sehr individuell. In über 1000 Messungen haben Experten eine Schwankungsbreite zwischen 800 und 4700 Kilokalorien pro Tag festgestellt. Und diesen Energieverbrauch in Ruhe kann man nicht in Schwung bringen, erhöhen oder ankurbeln. Das ist der Grundumsatz, der besteht. Durch Bewegung kann der Energieverbrauch und damit der Energiestoffwechsel aber selbstverständlich gesteigert werden. Das ist möglich, nicht aber der Grundumsatz. Gleichzeitig bilden sich beim Sport ja zusätzliche Muskeln, die von sich aus mehr Energie verbrauchen. Insgesamt also ein positiver Kreislauf, der Sport so effektiv macht. Bestimmte Sportarten können sogar einen Nachbrenneffekt auslösen, also auch noch lange nach dem Sport Fett verbrennen. Hier erwähne ich Trainingseinheiten mit besonders hoher Intensität, sogenanntes High-Intensity-Intervall-Trainings oder auch HIIT. Das sind Einheiten, in denen moderate Belastungen mit kurzen, aber hochintensiven Belastungen abgewechselt werden. Der Nachbrenneffekt fällt hier besonders stark und auch langfristig aus und erhöht den Energieverbrauch beim Sport zusätzlich. In Studien zeigt sich die Effektivität, obwohl dieser Afterburn-Effekt in der Wissenschaft teilweise umstritten gesehen wird. Durch die relativ kurzen Workouts werden dabei insgesamt weniger Kalorien verbrannt als bei langen Ausdauereinheiten. Und deswegen gilt der zweifelsohne vorhandene Nachbrenneffekt als Pseudotraining mit zweifelhaften Erfolgsaussichten. Also es wirkt, ist allerdings nicht die effektivste Variante, um Gewicht zu verlieren. Sport bedeutet dabei noch nicht einmal, dass Sie sich bewusst überlasten. Und davon kann ich Ihnen auch nur abraten. Wenn Sie nicht sicher sind, wie leistungsfähig Sie sind, reicht es anfangs auch schon, den Alltag etwas umzustellen. Hausarbeiten von jetzt an stehend auszuführen, zum Beispiel, das verbrennt ja schon. Ebenso auch zusätzliche Kalorien wie Spaziergänge. Machen Sie immer einen Spaziergang nach dem Mittagessen, wenn möglich. Auch Büroarbeit kann mit wenig Aufwand mehr Kalorien verbrennen. Schon kleine Änderungen können also einen großen Effekt haben. Ein Glas Wasser mehr oder weniger kann einige Kilos im Jahr purzeln lassen, hatte ich ja gerade schon erklärt. Auch als Mediziner ist man natürlich immer wieder vom eigenen Körper fasziniert. Und wenn Ihnen das Video jetzt gefallen hat, abonnieren Sie gerne meinen Kanal, geben Sie dem Video gerne einen Daumen nach oben, aktivieren Sie die Glocke, wenn Sie kein Video mehr verpassen wollen. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.